Hi YouTube, hier ist Mimi und ich dachte, ich mache heute mal ein Video, denn ich habe vor mir, meine Haare selbst zu schneiden heute wieder. Ich will nur ein paar Zentimeter abmachen, denn mein Undercut wächst ja immer noch raus, deswegen mache ich immer, halte ich die Länge zwischen hier und hier, bis es dann wieder lang werden kann, mal sehen. Und ich dachte, ich nehme davon ein Video auf, weil vielleicht interessiert es ja jemanden, wie ich das mache. Und ich verrate euch gleich mal meine Geheimwaffe, und zwar ist das so ein Tütenverschluss. Den kann man, glaube ich, überall kaufen. Ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. Von Kick vielleicht? Weiß nicht. Ist auch egal. Ich denke, die meisten haben sowas zu Hause. Und damit werde ich mir jetzt meine Haare schneiden. So, erstmal kämme ich die Haare, damit die alle schön glatt sind. Und dann, man kann das auch mit einem Zopfband machen, aber ich dachte, ich nehme das mal mit so einer glatten Fläche am Ende. Dann mach ich alle Haare nach hinten, klipse das Ding da rein. So, dann habt ihr so eine gerade Fläche, an der ihr lang schneiden könnt. Ihr zieht das so weit nach unten, wie ihr die Länge gerne haben wollt. Ich habe gesagt 1-2 cm, dass es ungefähr bis hier geht. Ich gucke mal. Ja, ich denke, das sollte reichen. Hier könnt ihr nochmal überprüfen, ob das auch alles gleich lang ist. Das heißt, ob eure Enden gerade sind. Das sieht ganz gut aus. Ja. Und dann brauche ich erstmal meine Schere. So, da ist die Schere und dann geht es los mit dem Schnippeln. Ich schneide jetzt nicht so, sondern so, damit ich da nicht so komische gerade kann, also eine gerade Linie extrem habe, sondern damit es ein bisschen natürlicher aussieht. Ich lasse auch 1-2 mm von der Ecke, also ich schneide nicht direkt an diesem grünen Ding lang, sondern ich lasse ein bisschen frei. Und los geht's. Kommst du auch raus? So. Am Anfang würde ich auch immer empfehlen, ein bisschen weniger abzuschneiden. Ihr könnt ja immer noch mehr abschneiden, aber wieder rankleben geht eben nicht. Also, wenn ihr das erste Mal macht, fangt ihr einfach ein bisschen vorsichtiger an am besten. Das mache ich ab und zu, um die überstehenden Haare abzuschneiden, die so extrem rausstechen hier. So, dann gucken wir mal, wie lange die jetzt sind. Tada. Immer noch so ein bisschen über Schulter. Ich glaube, ich mache es noch ein bisschen kürzer. Warum nicht? Wo ich schon mal dabei bin. Wenn man die Haare abschneidet, dann möchte man auch, dass man das sehen kann. Dass es auffällt. Ich zumindest. Jetzt sieht es aus wie so eine kleine Malerbürste, so möchte ich das haben. Wichtig bei dieser Technik ist auch, dass ihr euren Scheitel, weil ihr nehmt das gerade nach hinten, so macht, wie ihr es normalerweise tragt. Also ich trage meinen Scheitel ein bisschen auf der Seite, denn diese Haare sind dann länger als die anderen, wenn ihr die so in den Zopf macht. Wenn ihr euren Scheitel in die Mitte macht, wenn ihr ihn normalerweise hier tragt, dann sind diese Haare nachher, wenn ihr sie so rüber macht, kürzer und das sieht dann blöd aus. Also immer so, wie ihr es normalerweise tragt, auch schneiden. So. Kurz genug. Ich denke, ja. Ich werde gucken, dass ich hier noch vielleicht ein paar Stufen reinschneide. Also diese Kante ein bisschen abfalle, oder gefällt mir das so? Ich weiß gar nicht, vielleicht gefällt mir das so. So, dann könnt ihr gucken, wenn hier noch so ein paar Haare länger sind als
die anderen und so ein bisschen hervorstechen, dann könnt ihr die einfach zwischen eure Finger nehmen und anpassen. Ja. Ich bin ganz zufrieden. Ich weiß echt nicht, ob ich das nicht erstmal so lasse. Irgendwie gefällt mir das. Dieses Look. Ihr wisst, was ich meine, ohne diese Stufen. Ich weiß nicht. So, ich habe mich jetzt entschieden. Und zwar benutze ich jetzt nochmal diese Schere, um nur ein ganz bisschen Stufen reinzuschneiden. Also ich möchte schon diese Kante gerne behalten. Ich will nur, dass es ein bisschen natürlicher aussieht. Und die setze ich dann so schräg an, so im 45-Grad-Winkel und schnibbel ein paar Mal und bewege dabei die Schere so nach unten. Und dadurch schneidet man so ein paar leichte Stufen rein. So gehe ich einmal ringsrum. Ich nehme auch nicht immer viele Haare, sondern nur ganz kleine Strähnchen, weil wie gesagt, ich will schon diese Kante gern behalten, nur halt nicht ganz so hart. So, dann einmal alles gut durchschütteln und gucken, ob irgendwo Haare überstehen, die da nicht hingehören. Seht ihr was? Irgendwo was drüber? Ich sehe jetzt nichts. Mich juckt bloß, weil die Haare reingefallen sind. Das ist natürlich das Blöde. Deswegen haben Friseure auch immer so einen Umhang, den sie benutzen. Okay, ich denke, ich bin fertig. So, da bin ich wieder mit meinem neuen Bob. Ich bin zufrieden, ich finde es gut, ich finde es auch besser als vorher. Sagt mir, ob ihr es vorher oder jetzt besser findet. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, da bin ich gespannt. Ich finde, es steht mir besser, wenn es ein bisschen kürzer ist. Aber da hat jeder seine eigene Meinung, deshalb bin ich gespannt. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir ein Like gebt, wenn euch das Video gefallen hat. Oder wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich brauche unbedingt Abonnenten. Okay, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. So, ich muss euch unbedingt noch meine neuen Ohrringe zeigen. Sind die nicht geil? Ich war so happy, als ich die gefunden habe, weil ich will immer so riesige Ohrringe gerne haben, aber die sind doch wohl der Knaller. Die habe ich bei C&A gekauft, von Six sind die, und die haben nur 4,95 gekostet. Und ja, die wollte ich euch einfach zeigen. Ich liebe sie.